Hi, ich erzähle dir heute etwas über das Erstellen eigener Pinsel in Clip Studio Paint in der Tablet-Version. Das Tutorial richtet sich vor allem an diejenigen, die eher neu im digitalen Zeichnen sind. Mein Ziel wäre, dir zu helfen, Pinsel im digitalen Medium ganz grundsätzlich besser zu verstehen, um damit später richtig frei arbeiten zu können. Die Theorie. Pinsel in Clip Studio Paint sind im Grunde nichts anderes als aneinandergereihte Bilder. Den größten Unterschied macht, wie dicht sie beieinander liegen und wie sie zusammengeknüpft werden. Je nachdem, was du erreichen möchtest, eignen sich unterschiedliche Herangehensweisen. Zeichenpinsel wie Bleistifte und Marker verwenden ein simples Bild und setzen sie dicht zusammen. Mit simpel meine ich zum Beispiel einen Kreis oder eine Ansammlung von Flecken. Dekopinsel unterscheiden sich stark. Manche bestehen aus größeren Texturen, die sich teils abwechseln und unterschiedlich weit gestreut sind. Manche bestehen aus einem oder mehreren Bildern, die aneinander liegen wie Perlen auf einer Schnur. Manche sind färbbar, andere haben feste Farbinformationen. Gemeinsam haben alle Pinsel die große Palette an Einstellungsmöglichkeiten, mit denen man richtig kreativ werden kann. Vorbereitung. Die notwendigen Funktionen finden wir nur im Studio-Modus. Für deinen eigenen Pinsel wirst du in der Regel mindestens ein Bild brauchen, welches deine Pinselspitze ausmacht. Nehmen wir an, wir möchten einen individuellen Tuschepinsel erstellen. Das soll die Spitze werden. Da ich im Pinsel die Farbe einstellen können möchte, gehe ich hier auf Ebeneneigenschaften, wo die Ebeneneffekte und der Farbmodus liegen. Hier stelle ich die Farbe auf Graustufen. Wenn du das vergisst, wirst du nachher keine Farbe zum Malen auswählen können. Selbst wenn du das Bild in Schwarz-Weiß gezeichnet hast. Wenn du die Pinselfarbe nachher nicht ändern kannst, hier dran liegt's. Kleine Zusatzinfo, Schwarz ist später die Vordergrundfarbe und Weiß die Zweitfarbe, falls du zweifarbige Pinsel erstellen möchtest. Wähle nun die Ebene mit der Pinselspitze, gehe über den Menüpunkt Bearbeiten auf Material registrieren und dann Bild. Im neu aufgetauchten Fenster siehst du links oben den Namen deines Materials. Überleg dir einen Namen, den du leicht wiederfindest, denn erfahrungsgemäß ist der Materialkatalog sehr umfangreich. Wähle als Pinselspitze verwenden und suche den passenden Speicherort im Kasten weiter rechts unter Materialien, Bildmaterial, Pinsel. Das Feld unten rechts ist für Tags. Auch hier überleg dir mindestens einen, besser zwei bis vier passende Tags, unter denen du das Material im Zweifel wiederfindest. Ich habe zum Beispiel meinen Vornamen verwendet, unter dem ich dann alle meine eigenen Materialien finde, plus das angestrebte Motiv, die Sumi. Pinsel anlegen. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, einen neuen Pinsel anzulegen. Wenn du in der Pinselpalette den Stift auf einen der Pinsel gedrückt hältst, erscheint ein Menü. Über benutzerdefiniertes Subtool erstellen kannst du einen komplett neuen Pinsel von Scratch erstellen. Der schnellere Weg ist, eine Kopie von einem ähnlichen, bereits bestehenden Pinsel zu erstellen. Da wir einen Tuschepinsel erstellen wollen, wähle den Pinsel Trockene Tinte. Am unteren Rand des Subtool-Panels ist ein kleines Plusfeld, womit du ihn duplizieren kannst. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem du den Pinsel umbenennen und das Symbol ändern kannst. Wenn du das vergessen haben solltest oder später einen besseren Namen findest, kannst du jederzeit den neuen Pinsel antippen und gedrückt halten, um ein Menü aufzurufen, über das du das Subtool noch weiter bearbeiten kannst. Jetzt wollen wir dem Pinsel seine neue Pinselspitze geben. Öffne dafür das Subtool Detailfenster entweder über das Hauptmenü, Fenster, Subtool Details, oder einfach über das Schraubenschlüsselsymbol am unteren Rand der Tool-Eigenschaften. Unter Pinselform findest du die Pinselspitze. Die Spitzenform kann auf Kreis oder Material stehen. In unserem Fall stellen wir sicher, dass hier Material steht. In dem Kasten darunter kannst du Material als Pinselspitzen auswählen, indem du auf das Dreiecksymbol neben einem bestehenden klickst oder auf das Plus in der rechten unteren Ecke. In dem neuen Fenster siehst du den Materialkatalog mit allen Pinselspitzen auf deinem Tablet. Um deine zu finden, kannst du zum Beispiel die Tagliste durchgehen, denn alle Tags, die in der Pinselspitzengalerie vergeben wurden, sind unter Tagvorlagen aufgeführt. Schneller geht es vermutlich über die Suchleiste.
Nun möchte ich, dass mein neuer Tuschepinsel einen ähnlich weichen Charakter wie ein Kalligraphiepinsel bekommt und ein bisschen rau an den Rändern ist. Während ich den Pinsel einstelle, schiebe ich mir das Fenster ein wenig zur Seite, damit ich die Leinwand besser sehen kann. So kann ich alles, was ich einstelle, direkt ausprobieren. Meine nächste Anlaufstelle ist der Pinselgrößen-Tab. Hier siehst du den Regler für die Größe des Pinsels. Das Feld links vom Regler macht, wenn dort ein Auge zu sehen ist, dass diese Reihe unter den Standardeinstellungen im Fenster angezeigt wird. Das ist gut für alles, was du später flexibel einstellen können möchtest. Typischerweise Pinselgröße, Deckkraft, Stabilisierung oder Füllmethode. Rechts neben dem Regler siehst du ein Kästchen mit einem Symbol drin. Klicke darauf, um im aufgehenden neuen Fenster festzulegen, worauf der Regler reagieren soll. Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass der Regler auf meinen Stiftdruck so reagiert, dass der Pinsel bei leichtem Druck sehr dünn ist und bei mehr Druck ab einem gewissen Punkt sehr schnell groß wird. Dafür stelle ich nicht nur den Faktor Stiftdruck an, sondern verändere die Kurve im Fenster darunter. Probier hier mal herum, wie sich dein Zeichengefühl verändert, wenn du diese Kurven anpasst. Bei mir habe ich außerdem auch zufällig ausgewählt. Dadurch verändert sich die Pinselspitzengröße minimal und gibt dem Rand einen ungleichmäßigeren, natürlichen Look. Als nächstes gehe ich in den Tab Textur. Dank des Ursprungspinsels sind hier einige Dinge schon voreingestellt. Ich möchte aber eine Textur mit höherem Kontrast. Je höher der Kontrast in der Textur, desto deutlicher siehst du sie prinzipiell. Aber auch das kannst du über Regler in diesem Tab feinjustieren. In meinem Fall ist außerdem Invertieren ausgewählt. Das dreht Schwarz und Weiß der Textur um. Der Texturmodus steht auf Subtrahieren. Das macht, dass die weißen Stellen der Textur vom Pinselstrich abgezogen werden. Nun bin ich schon ziemlich zufrieden, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Wasserfarbencharakter. Ziemlich weit unten gibt es den Punkt Wasserfarbenrand. Das aktiviere ich über das Häkchen ganz oben und stelle es mir ein bisschen ein. Wenn ich jetzt damit male, sieht es so aus, als würde ein bisschen Wasser von der Tusche ins Papier drumherum ziehen. Wenn du zufrieden bist, speichere deine Einstellungen mit Alle Einstellungen als Standardeinstellungen speichern. Wenn du ungewollte Veränderungen vorgenommen hast, kannst du auch die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen. Herzlichen Glückwunsch! Dein erster selbst erstellter Pinsel ist fertig. Streudekopinsel. Als nächstes machen wir Blumenkonfetti oder was auch immer Konfetti du zeichnen möchtest. Denk daran, die Ebenen auf Graustufen zu setzen, wenn es färbbar sein soll. Und für dieses Beispiel lass uns das auch noch einmal so machen. Registriere die Ebenen, wie gehabt, über das Menü Bearbeiten, Material registrieren, Bild und denk an Namensgebung und Tags. Dieses Mal nehmen wir Funkeln unter den Dekorationen als Basis. Dupliziere ihn über das Plus-Symbol. Ich nenne meine mal Blumen und öffne wieder das Subtool-Detail-Panel über das Schraubenschlüssel-Symbol. Im Tab Pinselspitze ersetze ich das Material mit meiner Lotusblume, indem ich auf das Symbol neben dem ursprünglichen Material klicke und wie vorhin mein Material aus der Galerie heraussuche. Ich habe aber drei Blüten erstellt, also füge ich über das Plusfeld rechts auch diese hinzu. Für Demozwecke habe ich die drei Lotusblüten bereitgestellt. Den Link zum Material findest du in der Beschreibung. Ich möchte diesem Pinsel außerdem die Eigenschaft geben, standardmäßig in einem anderen Farbmodus zu arbeiten. Dafür gehe ich auf Reiter Tinte und ändere die Füllmethode auf Schein abwedeln. Dieser Modus wird erst dann sichtbar, wenn du ihn auf einer bereits farbigen Fläche anwendest. Zu guter Letzt ändern wir noch etwas unter Farbjitter, nämlich machen wir einen Haken bei Pinselspitzenfarbe ändern rein und verändern leicht Farbton, Sättigung und Helligkeit. Unter Ändern ganz unten stellen wir ein, dass der Farbjitter sich auf Haupt- und Subfarbe beziehen soll. Probier herum, bis es sich gut anfühlt und denk daran, deine Einstellungen zu speichern. Schleifen. Schleifen können etwas tricky sein, weil die Enden genau aneinander passen müssen. Aber ich habe einen kleinen Trick für den Anfang, um eine schnelle Borte zu erstellen. Erstelle eine neue Leinwand und wähle unter dem Lineal-Tool das Subtool Symmetrisches Lineal aus.
setze ihn auf 4 Linien, sag Ja zur Liniensymmetrie und Ja zu Winkelschritt und setze den auf 90 Grad. Überleg dir auf deiner Leinwand, wo in etwa du zeichnen möchtest und zieh mittig davon das Lineal auf eine leere Ebene. Jetzt wähle das Rechteck-Auswahlwerkzeug aus und ziehe einen Kasten aus der linken oberen Ecke deines ausgewählten Bereichs bis knapp über den Mittelpunkt hinaus. Keine Sorge, das muss nicht quadratisch sein. Wenn du auf dieser Ebene jetzt etwas zeichnest, wiederholt es sich direkt symmetrisch, sodass es nachher hübsch ineinandergreifen kann. Und die Auswahl beschränkt die Ränder, sodass du gerade Abschlüsse hast. Zeichne etwas, was dir gefällt und registriere das Material. Denk daran, schwarz wird nachher die Erstfarbe, weiß die Zweitfarbe. Wenn du auf die Subtool-Gruppe Kleider gehst, siehst du dort einige Standard-Schleifenpinsel. Wähle eins aus, dupliziere es, benenne es um und öffne dann die Subtool-Details. Den größten Unterschied zu den anderen Pinseln bisher findest du unter Pinselform im Reiter Kontur. Wie du siehst, ist da ein Haken bei Schleife gesetzt. Das macht, dass die Bilder aneinandergereiht werden, anstatt zu überlappen. Wähle bei Pinselspitze wieder dein eigenes Material aus und teste, ob es schon gut aussieht. Wenn ja, super. Wenn die Teile in der falschen Richtung aneinandergereiht sind, versuche mal, den Winkel zu ändern. Natürlich gibt es noch viele weitere Einstellungen, die du hier testen kannst, also tob dich aus. Eigene Pinsel sind eine gute Methode, Workflows zu vereinfachen oder einen bestimmten Charme in deine Bilder zu bringen. Danke, dass du dir mein Tutorial angeschaut hast. Clip Studio Paint.